Da flattern sie wie wild, die Spechte, hier im Level Swoopy Doopy oder so ähnlich. In Donkey Kong Country 3, in der von mir getauften verlorenen Welt. Und ich bin hier nochmal drin, weil, ja, zwei Bonus-Levels sind nicht genug. Ich habe mich übrigens am Ende der vorigen Folge dann vertan. Zwei hatte ich doch, aber hier gibt's mal eben drei. Und das Bonus-Level, was jetzt kommt und wo ich hoffentlich erfolgreich gleich hinkomme. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist Nummer 3. Boah. Und hoffentlich packe ich's. War schwer genug, da hochzukommen. 20 Sterne sammeln, okay. Hä? Ach, hochwerfen. Ah, wir müssen mal wechseln hier. Oh, oh. Ach du Scheiße. Oh. Puh. Da gehe ich mal Huckepack hin. Nee, Huckepack ist das gar nicht. Das ist auf den Schultern tragen. Ja, damit hätten wir, und da setze ich mich doch prompt mal hin, die dritte Bonusrunde hier gemacht und die letzte Münze gefunden, behaupte ich mal. Denn ich brauche ja 25. Nochmal, die Fahne weht schön. Hier ins nächste Level komme ich noch nicht, denn das wird wahrscheinlich jetzt die Sprengung werden, oder? Ja, das andere sind ja die Zahnräder, aber die kann ich auch mal einsetzen. In Boomers Bombenbude. So. Hoho, schon wieder eines dieser Rädchen. Nur zu, steck es in die Maschine, mal sehen, was passiert. Achso, es ist ja erst das vierte, stimmt. So, sei nicht so, gib mir schon die Kohle. Boomer, lass krachen. Da oben steht's, 25... Münzen, da ist irgendwie das Zahnrad ein bisschen in der Animation erstarrt und stört da. Aber wir haben 25 Münzen und gute Idee, Kongs, du hast damit genau ein von Boomers Vorführungen erworben. Ja, die letzte, also eine. Jetzt gucken wir mal. Spreng mir die letzte Höhle frei, sage ich mal. Och, jetzt muss ich diese ganze Lunte hier nochmal abwarten. Kann ich hinterher? Nein, ich kann nicht hinterherlaufen. Na gut. Die Spannung steigt. Boom. Gut. Damit haben wir die Münzsache erledigt. Jetzt gibt es nach meiner Info nur noch eine Decay-Münze zu sammeln. Im Raketenrausch. Ach du Schreck. Na gut. Gucken wir mal. das klingt ja schon so hektisch. Oh nein. Da hätte es bestimmt... was muss ich denn hier machen? Hallo? Halt! Was ist denn hier los? Die Steuerung ist invertiert. Was? 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 Was ist das für eine Gemeinheit? Ist das Absicht? Ich muss irgendwie Fuel sammeln, das ist klar. Oh. Was? Ah, da wäre es gewesen. Scheiße, ich komme gar nicht klar. Hä? Warum haben die mich jetzt erwischt? Irgendwie klappt hier gar nichts. Ich dachte, es geht nach oben. Was? Was passiert denn hier? Ich muss gleich mal alle Tasten durchprobieren. Aber, was ich auch machen wollte, war... mal diesen hier machen. Nö, da geht nichts. Okay. Dann rein in die Rakete und die Sache verstehen, ehrlich gesagt. Also, kann ich hier irgendwas drücken? Ja, jetzt geht's ab nach unten, aber wie nix. Oh. Ja, ich muss irgendwie mal gegensteuern. Habe ich irgendwie eine Gesundheitsanzeige oder so? Oh. Geht hier was kaputt bei mir gerade? Ach, stimmt. Jetzt weiß ich auch, warum ich so komisch... Oh! So komisch steuere. Warum gehe ich da kaputt? Weil ich immer die jeweilige Düse betätige, die natürlich in die andere Richtung lenkt. Aha. Das ist ja jetzt nochmal fies. Okay. Na Leute, stellt euch auf was ein. Nee, das wird ja eine Freude. Obwohl, wenn man einmal den Dreh raus hat. Oh Gott. Dann geht's vielleicht besser. Ich glaube, wenn ich mit dem Feuer treffe, dann geht noch alles gut. Ach du Scheiße. Aber wenn ich mit dem Schiff getroffen werde, ist das nicht mehr so gut. Oh weia. Oh, 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 darüber. Warum geht's denn jetzt nach oben? Warum geht das Ding nach oben? Hä? Habe ich irgendwie... gehe ich immer kaputt, weil ich an die Wand knalle oder weil ich Fuel verliere? Wow, Moment mal. Also, da ist ja die Anzeige. Jetzt beobachte ich die mal. Die geht schon relativ schnell runter, ja. Oh.
Vor allen Dingen, der Pfeil zeigte gerade nach oben, ne? Ah, und die Wespen stoppen mich ja auch ab. Also so ist ja nicht. Oh. Oh. Ich muss das Tempo beibehalten, das ist der Trick. Ah! Oh, geh runter, komm. Hallo? Warum stürzt er denn jetzt nicht ab? Was ist denn das für ein Scheiß? Hallo? Speicherfass. Ja. Okay. Was? Wie? Oh. Jetzt geht's in die andere Richtung. Scheiß Dreck. Ah. Oh Gott. Nein. N. Oh, ich habe tatsächlich alle Buchstaben. Oh. Schlecht gelenkt. Schlecht gelenkt. Oh, shit. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich entscheide mich für die Seite. Warum auch immer. Ja, toll, Münzen. Wenn ich da mal nicht einen Buchstaben verpasst habe. Also ihr könnt euch denken, oh Gott, ich habe dieses Level noch nie in meinem Leben gesehen. Ah! Und ich stürze ab. So weit war ich echt noch nicht. Ich meine, ich kenne diese ganze verlorene Welt nicht, aber das ist ja jetzt echt der Kracher. Ich bin relativ entspannt, weil ich ein paar Leben habe. Also ich kann jetzt hier schön investieren. Sagen wir mal. Sagen wir mal so. Okay, jetzt Tempo. Auf die Seite rüber und auf die andere Seite rüber. Und... egal. Pff, ich krieg sowieso. Also, oh Gott. Ah, scheiße. Krieg sowieso nicht alles, wollte ich gerade sagen. Na, ob das so gut war mit den. Oh, das schafft man doch gar nicht. Kann ich hier auch beschleunigen? Ah, ich kann schneller lenken. Oh Gottes Willen. Hier muss man relativ perfekt durch, sonst hat man ja keine Chance. Ah. Oh, damn. Das ist ja eine Riesenfreude. Ah, irgendwann schaffe ich's. Ich meine, die Hälfte habe ich, ne? Den Weg nach unten habe ich hinbekommen. Oh, jetzt geht's aufwärts. Die Augen vor allen Dingen, wie sie da rausgucken. Aus dem Ding. Oh. Ich würde auch gern mal... Oh. Den Fehler mache ich auch jedes Mal wieder, ne? Auch gerne mal. Nein! Die linke Seite probieren. Hier die. Ist die vielleicht weniger fies? Oh Mann. Oh! Ach, da kann ich mehr Schwung holen. Das muss ich auf jeden Fall machen. Oh Gott. Ey, das geht einfach nicht. Das Ding musst du kennen. Keine Chance. Ich war sogar schon mal weiter. Oh, zweite Teil des Levels ist fies. Erste war irgendwie noch machbar. Uff. So, Achtung. Muss mir mal merken, wo ich hier lang gehe. Also. Darf ja auch nicht zu stark steuern. Ah, oh. Nein! Aha! Oh! Ah! Jedes Mal! Jedes Mal! Das gibt's doch gar nicht. Oh, da war das Spiel großzügig, aber. Hat nichts geholfen. Ich habe trotzdem scheiße gesteuert. Ah! Komplett verkackt, Mann. Ey. Ach, komm schon. Oh, das funktioniert ja gar nicht. Oh. Das ist wieder so ein Kack auswendig lernen. Nee. Ihr merkt, die Stimmung kippt schon wieder, ne? Mir kann es egal sein. Irgendwann schaffe ich es, aber... Es ist... Weiß ich nicht. Habe ich irgendwie keinen Bock drauf aufs auswendig lernen. Also, links. Quatsch. Umgekehrt. Rechts, links. Oh Gott. Oh! Ja, okay, gar nicht so schlecht gewesen, aber hier ist wieder Feierabend. Oh. Ah! Durchziehen, habe ich doch vorher gesagt. Mann. Kann mir auch nicht alles merken, das ist das Problem. Ah! Oh! Oh! Scheiße, scheiße, scheiße. Hier kam das G, Mann. Ah. Hey, das geht sowas von gar nicht. Aber gut, G ist ja schon relativ weit. Also so viel kann da nicht mehr kommen. Jetzt muss mal der Anfang besser klappen. Okay, links rüber und durchziehen. Das ist das zentrale Element gerade, woran ich scheitere. Ah, was? Was? Oh, das war taktisch gar nicht so schlecht vielleicht. Oh.
Ha. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt. Nein! Hier noch nicht links. Mann! Verdammte Scheiße, ey. Wie man das aber auch geradezu perfekt machen muss, ne? Ah, durchziehen, durchziehen, durchziehen. Oh Gott! Das schafft man doch nicht. Die ganzen Kurven hier. Also ich bin ganz gut durchgekommen, aber jetzt voll durchziehen, voll durchziehen. Geh. Ja, ja, ja. Oh. Huh, hi. Okay, wo kriege ich ein Fass her? Hier kriege ich ein Fass her. Und das ist wahrscheinlich auch eins, was neu kommt. Oh, wie bitte? Okay, ich mach mal diesen hier. Na komm, das können wir einfacher haben. Jo, die letzte. Nee, die vorletzte, wenn ich ehrlich bin. DK-Münze. Bonusrunden gab es hier nicht mehr. Raus. Juhu. Letztes Zahnrad auf jeden Fall. Okay, von der Zeit her eigentlich ganz gut vertretbar gewesen. Auch wenn es jetzt ein ganz schönes Gerumpel war da hoch. Gut, dann wird er mir wohl jetzt hier den letzten Steinhaufen noch sprengen. Und dann darf ich in den See hüpfen. Und was dann kommt, kann man sich auch schon fast denken. Hoho, schon wieder eines dieser Rädchen. Nur zu, steck es in die Maschine. Mal sehen, was passiert. Sie läuft. Nun, jetzt sind alle drin. Doch irgendwie scheint sich nichts zu tun, oder? Was? Was ist das bloß für ein Lärm? Hey, schau mal nach draußen, Kongs. Du wirst es nicht glauben. Sein Meisterwerk kommt jetzt. Ja, dann geh doch auch raus. Ich drücke. Ich mache. So. Hallo? Oh. Bumm. Das sieht aus wie ein Lavasee, ehrlich gesagt. Oh. Puiuiui. Eine Brücke zu einem U-Boot, welches mich einlädt. Die Knautilus. Oh je, Mine. Ich habe Angst, aber ich habe auch 50 Leben. Insofern. Ja, es kommt wieder mal. Ich bin stinksauer. Ihr seid für den Untergang meines supergeheimen U-Boots verantwortlich. Ihr habt zum letzten Mal meine Pläne durchkreuzt. Das stimmt, denn gleich wird es dich nicht mehr geben. Dann wirst du keine Pläne mehr haben. Jetzt geht's richtig los. Und mit gleich meine ich 20 Leben später. Darf ich dann auch laufen? Ui, ich was? Spottet nicht, nehmt dies, ihr frechen Affen. Was? Uiuiuiui. Was? Es schießt ja aus dem Hintergrund. Es schießt aus dem Hintergrund, okay. Jetzt habe ich ein Fass. Kann ich das auch. Oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Ich wollte versuchen, das in den Hintergrund zu werfen. Nein, das geht nicht. Was soll ich denn mit diesem Fass? Oh, da oben rein? Ach so, ah, scheiße. Da muss ich ihn mit treffen. Okay, alles klar. Das ist aber lustig. Ja, noch lache ich, ne? Okay, also ich darf jetzt hier nicht springen. Das ist eigentlich alles. Jetzt muss ich es im richtigen Moment werfen. Achtung. Nein, es kommt ein bisschen später runter. Es hat getroffen. Es hat. Oh, wow, 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 wow. Er kommt genau in der Mitte runter. Na, schönen Dank. Aha, ducken ist nicht. Wie schön. Was bedeutet das? Kann ich am Rand stehen? Hm. Puh. Wechsel. Erstmal Wechsel. So, das hier ist auch noch großzügig. Das wird in der nächsten Phase nicht mehr großzügig sein. Also die Abstände zwischen den Geschossen. Ui, hoppa. Boing. Weg. Ich stelle mich hier an den Rand. Okay, was soll ich denn machen? Soll ich hier hoch? Toll, jetzt weiß ich es auch. Ah. Muss man wissen, ne? Ach Gottchen, ey. Immer wieder das Gleiche mit der Kleinen hier. Die kann einfach nicht werfen. Muss man sagen, die kann einfach nicht werfen. Ah! Oh, toll, ey. Da muss ich gleich mit Fass hoch. Zu spät. Oh, ist halt von der Seite. Geht ja genauso. So, hau ab. Er haut nicht ab. Irgendwann kommt hier wieder Elektro. Dann habe ich Spaß. Er lässt sich's aber gefallen. Okay. So, ich fürchte ja. Okay. Ja, es kommt auch irgendwann das untere und brutzelt mich. Was habe ich denn dann für Optionen, wenn ich mal fragen darf? Na, jetzt ist er gerade in der Mitte. Und hopp! Trifft's? Nein! Das war nicht gut. Okay, gib mir ein neues Fass. Da kommt das Fass. Ja, gleich ist die Sequenz zu Ende, würde ich sagen. Ah, scheiße. Okay, muss abwarten.
Aber nicht so schwer bisher. Ich kann sogar hier stehen, ohne dass mir was passiert. Komplett. Werfe ich zu früh? Ah, sag mal, kann ja nicht wahr sein. Ich werfe zu früh. Tatsächlich. Okay. Das ist ja easy, ne? Einfach hier stehen bleiben. Kann man schaffen. Okay, später werfen. Später werfen. Das ist doch jetzt richtig gewesen. Ja. Kommt er nach vorne? Er kommt ja gar nicht. Uah. Oh, jetzt macht er, ne? Ne, macht er eigentlich gar nichts. Ach, Laufband. Oh, er schaltet das Laufband um. Das ist ja mal was. Das ist ja mal eine große Freude hier. Und nu? Jetzt kommt er wieder persönlich vorbei. Wie bitte? Wie? Ach, ducken. Oh. Muss man wissen. Okay, ich bin motiviert. Es geht weiter. Wenn der jetzt nach vorne kommt, dann lasse ich das Fass lieber Fass sein. Oh. Hä? Wie soll das gehen? Hallo? Ach, das Fass hält es ab. Oh Gott, muss man ja auch wissen. Ah! Ah! Oh, du Scheiße. Kann der sich denn... Muss der sich in dem Moment umdrehen? Ja, und dann bin ich hilflos ohne das Fass? Das ist doch scheiße, ey. Genau in dem Moment geworfen, wo es schlecht war. Ah! Ja, hat getroffen, sehr gut. Fast stehen lassen. Jetzt kommt er nach vorne. Jetzt kommt der Kram, der abgehalten werden muss. Das heißt, ich kann es fast... Ah! Ich lasse es hier stehen, ehrlich. Er hat es... Davor hat es auch direkt nochmal gezündet. Beziehungsweise es zündet sich von selbst. Ah, scheiße. Wie soll das denn gehen? Ach, muss ich direkt nach oben werfen? Ah! Mann, es kommt von der anderen Seite. Ich flippe aus, echt. Also so? Hä, geht auch nicht. Scheiße, scheiße. Wo muss ich es abstellen? Ah! Mann, das ist doch kacke, ey. Also ich muss eine Seite hoch und werfen, denke ich mal. Ja, der hat gesessen. Er kommt nach vorne. Okay, noch passiert, glaube ich, nicht so. Ah, scheiße. Fass abstellen. Ah, Mann! Das ist so ein Dreck, ey. Okay, aber in der Phase macht er, glaube ich, nichts. Oh, wie soll ich den denn jemals treffen? Wie soll ich den denn jemals treffen? Ja, okay, er hat noch getroffen. Kommt er? Nein, ich lege ab. Ist mir zu blöd. Oh Gott. Okay, der kann treffen. Gut. Ah! Wie? Wie? Was ist denn das für ein Müll? Ey, hier ist noch nicht mal ein Fass. Ah, scheiße, was mache ich? Ablegen. Okay, das verstehe ich ja noch. Man bleibt da stehen, wo man das Ganze gut überblicken kann. Oh Gott. Was? Warum habe ich denn nicht getroffen? Und dann muss man sich entfernen. Die gehen jetzt bitte nicht los. Oh, nein, nein, nein. Mann. Oh, okay, das war knapp. Jetzt muss bitte das Fass kommen. Bitte. Ja, okay. Oh Gott. Oh, nein, 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 nein. Ich brauche das Fass. Oh. Oh, das ist doch widerlich. Das ist doch echt widerlich. Ich kann ihn nicht treffen. Nein, 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 nein. Och Mann, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Der trifft aber. Okay, abstellen. Gucken, wo es herkommt. Oh Gott, so schnell kann man nicht reagieren, wenn die Kamera nicht da ist. Oder kommt es immer abwechselnd? Kommt es jetzt von rechts? Wenn es kommt, okay, rechts. Ich muss das nochmal beobachten. Jetzt links. Schon mach. Ah! Ey, das schaffst du doch kaum. Man muss vielleicht... Ah, so vorm Fass. Das ist ja die viel bessere Idee.
dass ich da nicht früher drauf gekommen bin, ne? So ein bisschen vorm Fass warten. So, jetzt könnte ich hier zumindest überleben. Egal von welcher Seite es kommt, das Fass ist da. Da muss ich mir das Fass schnell schnappen, hoch und ihn von hinten anballern. Mit Kitty, oh weia. Aber wo ist die passende Seite jetzt von hier aus? Oh, jetzt ist das Fass kurz weg. Okay, da ist es wieder. Puh, das könnte klappen. Oh Gott. Er macht was Neues, er macht was Neues, er macht was Neues. Jetzt, schnell. Oh Gott. So, das Fass, das Fass, das Fass. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Scheiße. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt hoch. Das klappt, das klappt. Oh. Was? Was? Warum? Ah, das war verdammt knapp. Das muss jetzt klappen. Das muss jetzt klappen. Komm schon, wie viel denn noch? Ah, oh. Ja, sehr gut. Oh, okay, das war die letzte Phase. Puh. Ah, oh, und damit auch die letzte, die came. Warum soll ich zur Speicher? Oh. Das passiert gerade automatisch. Du hast also King K. Rool besiegt. Ich bin wirklich stolz auf dich. Ja, die Omi ist ja wirklich immer lieb zu mir. Kong, seitdem du fortgingst, sind diese netten Vögel hier ziemlich unruhig. Hast du eine Ahnung, wo es sie hinzieht? Vielleicht kannst du Funky um Rat fragen. Mhm. Der hat mir nämlich irgendwann mal in einer vorigen Folge, möchtest du den Spielstand speichern? Wieder die berühmten 99%, aber die werde ich diesmal noch höher bekommen. Meine Münzen sind weg, also meine Bonusmünzen. Ich habe alle Decay-Münzen und 12 von 15 Vögeln, muss man dazu sagen. Mach's gut, Kongs, schau dich doch mal nach den netten Bananenvögeln um. Ja, das werde ich tun, denn 3 fehlen noch. Und ich bin jetzt leider, achso, ich sollte mal hier raus. Ich bin jetzt leider nicht ganz so optimal vorbereitet, denn ich habe noch nicht genau gelesen, wo die letzten 3 sind. Aber eine Sache weiß ich. Der Funky hat mir irgendwann mal in einer vorigen Folge gesagt, mir fehlen noch 13 Münzen. Und da meinte er die Decay-Münzen tatsächlich. Der will keine normale Währung, der will Decay-Münzen. Meine Hochachtung, du hast tatsächlich alle Decay-Münzen gefunden. Das ist mir jetzt aber doch peinlich, Kongs. Ich dachte nie, dass du alle findest. Es gibt nichts Neues zu sehen. Aber er werkelt doch schon. Hollerö, Kongs. War doch nur ein kleiner Scherz meinerseits. Tada! Hier ist er, der neue Funky-Copter. Gyrocopter heißt er auch hier. Immer locker bleiben, Kongs. Und jetzt kann ich... Jetzt kann ich fliegen. Vielleicht hierhin? Irgendwo... Oh, guck mal hier. Wie kann ich denn, kann ich auch irgendwie absteigen oder so? Ah ja. Ich schwebe da drüber und dann drücke ich die Taste. Das wäre einer. Achtung. Oh. Scheiße. War es nochmal blau zum Schluss? Boah, das ist echt voll fies zu merken. Ich gehe nochmal rein. Hallo. Oh, Mann, was? Oh, waren zum Glück viele Wiederholungen drin, dass es möglich war. Okay, Vögelchen Nummer 13. Tja, jetzt muss ich hier irgendwie... Oh, gibt es hier oben noch was? Da gibt es doch bestimmt was in dem See drin. Hier auch nicht. Moment. Tja, ich drücke jetzt die ganze Zeit die A-Taste sozusagen. Und dann tun sich so Stellen auf. Okay. Oh, 5-mal gelb, das ist sehr dankbar. Puh, das war möglich. 1, 2, 3.
2. Das waren 8 insgesamt, ne? Wow. Okay, ein Vögelchen noch. Wo könnte es sein? Dann ist es doch bestimmt hier irgendwo auf dem Berg. Nicht wirklich. Wo komme ich noch nicht hin? Hier komme ich sonst nicht hin. Also es gilt sozusagen immer der Schatten. Da kam ich hin. Was gibt es denn noch wo? Wo ich nicht hinkam. Hier oben ist doch... Hier vielleicht auf dem Berg? Nee. Dann fliege ich mal den Süden ab hier. Ah ja, hier bestimmt. Na komm. Ach komm. Hey, halt. Hallo. Nichts hier? Wow. Dann doch hier. Nee, auch nicht. Krass. Wo geht's denn hier hin? Ach ja, die Bananenvogelmama. Hurra, endlich hat mich jemand gefunden. Dieser schreckliche King K. Rool hat mich hier eingesperrt. King K. Rools Geschichte. Hinter dieser Barriere des Bösen, sie ist versiegelt durch einen Zauberspruch. Dann kommandierte er diese fiesen Kremlings ab, um zu verhindern, dass ich von dem Fluch befreit werde. Meine armen Kinder, nur sie zusammen können den Kristallschlüssel brechen. Sie werden es tun. Ich muss nur den letzten noch finden. Oh Mann. Bitte, Kongs, finde meine Kinder und bringe sie so schnell wie möglich zu mir zurück. Es ist wichtig. Als Gegenleistung werde ich dieses Land für immer von diesem schrecklichen King K. Rool befreien. Ah, das stimmt sogar, weil das war der letzte Teil für Super Nintendo. Wenn ich hier herauskomme, werde ich King K. Rool tüchtig den Marsch blasen. Hab ich ja auch schon gemacht, aber ich sehe es gerne mir nochmal von ihr an. Tja. Sag mal, wo ist denn jetzt hier noch? Vielleicht in irgendeinem See drin? Also hier wäre optimal, ne? Hier unten. Ich drücke mal alle Tasten, aber... Okay. Sage ich doch. Letztes Vögelchen. Jetzt nochmal gut erinnern. Oh je. Oh Gott. Oh. Puh. Jetzt habe ich sie alle. Jetzt nochmal zu Mama Bananenvogel. Brutta, brutta, brutta. Und dann dürfte endlich alles erledigt sein. Brumm, brumm, brumm. Jawohl. Achtung. Na, war doch hier. So. Jetzt haben wir ein Happy End. Achtung. Du hast alle meine Kinder gefunden. Gehe zu Wrinklys Höhle. Was? Sie sagt dir, was du zu tun hast. Beeile dich, die Zeit ist knapp. Wo ist denn Wrinklys Höhle? Das ist die Speicherhöhle, okay. Mann, warum kann ich denn nicht einfach jetzt was machen? Wo ist die nächste Speicherhöhle? Hier war doch eine. Und? Absteigen. So. Dann schieß mal los, Omi. Sie scheinen aufgeregt zu sein. Sieht aus, als wollten sie dich mitnehmen. Ich dachte, ich nehme sie mit. Los, Kongs, keine Sorge um das Boot. Cranky wird sich schon darum kümmern. Ich habe gar kein Boot mehr. Ich habe den Funky Copter. Na gut. Jetzt bin ich gespannt. Sie nehmen mich wirklich mit. Okay. In einem Schwarm Bananenvögel. Wer kennt das nicht? Sind das auch 15? Hat jemand mitgezählt? Hui, brecht das Siegel. Du hast es geschafft, du hast alle Kinder entdeckt. Jetzt wird King K. Rools Fluch von mir weichen. Mhm. Fertig, Kinder? Dann singt mit mir. Oh. Skedusch. Oh, ist sie nicht schön? Ich bin unendlich froh, dass wir wieder eine Familie sind. Das verdanken wir dir, Kongs. Und die Sonne scheint auch wieder. Jetzt ist es an der Zeit, King K. Rool eine Lektion zu erteilen, die er sein Leben lang nicht vergessen wird. Die paar Sekunden, die er noch hat. Muss ich jetzt wieder was machen? Nicht noch ein Bosskampf. Okay. Er flüchtet mit dem Hovercraft. Und ich verfolge ihn. Muss ich was machen? Ich lasse es mal erstmal ablaufen. Ich denke, das läuft automatisch ab.
King K. Rool auf der Flucht, der kriegt auch nie genug, ne? Dem habe ich doch schon zweimal den Arsch versohlt, allein in dem Teil hier. Na? Ich drücke jetzt doch mal was, aber... Okay. Also das war bestimmt nicht, weil ich gedrückt habe. Coole Sequenz. Oh. Ja gut, wenn das schon alles war, damit hat man ihn jetzt nicht ein für alle Mal besiegt, sage ich mal. Ist zwar niedlich, aber hätte ich mir befriedigender gewünscht, so ein Ende, dass man ihn irgendwie Richtung Horizont bläst oder so. Kann ich was tun? Kann wegdrücken. Das war unspektakulär, ehrlich gesagt. Die Besten der Besten. Und ich bin nur auf Platz 2. Warum eigentlich? Weil ich so lange gebraucht habe. Cranky ist natürlich schneller. Aber immerhin bananenstark ist jetzt mein Ranking. Gut. Das wird es dann wohl gewesen sein mit Donkey Kong Country 3. Und, ja, da sind wir wieder am Anfang. Und es ist tatsächlich der Teil, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Der mir am umfangreichsten vorkommt und wo das Sammeln am meisten Spaß gemacht hat. Auch wenn ich das alleine nicht so ganz hinbekommen hätte. Immer mal wieder ein bisschen geguckt. Aber, ja, ein super Abenteuer, richtig schön. Komme ich jetzt hier in ein Menü rein? Ja. 103% ist ja auch immer so eine absurde Rechnung, die Nintendo damals gemacht hat, dass du einfach mal locker über die 100% hinauskommst. Keine Ahnung von Mathe, kann ich da nur sagen. Ja, läuft meine Zeit eigentlich weiter? Nee, das ist jetzt gespeichert. Würde ich sagen, das ist der Speicherpunkt, der immer 8 Stunden 27 hat. Ja, ganz schön viel Zeit reingesteckt hier. Aber so ist das ja eh bei mir. Das kenne ich eh nicht anders. Brutto waren es jetzt wieder 50 Minuten, die ich ein bisschen runtergekürzt haben werde, weil der Bosskampf doch sehr lästig war. Die letzte Phase war, oder fangen wir anders an, die ersten Phasen waren irgendwann langweilig, die letzte Phase war immer wieder nervig. Ja, aber zu schaffen war es dann doch natürlich. Klar. Ja, lasst euch mal überraschen, oder ihr habt euch schon überraschen lassen, wie ich das nun wieder geschnitten habe. Damit ist die 16-Bit-Ära für Donkey Kong von meiner Seite aus abgeschlossen. Aber vielleicht kommt da nochmal ein Nachfolger. Wer weiß es? Ich natürlich. Und ihr auch bald in ein paar Wochen oder spätestens in ein paar Monaten. Also seid gespannt und dann sehen wir uns wieder. Was denn nun los? Geht wieder von vorne los. Ja, tschüss Leute und bye bye.